Hallo, hier ist wieder eure Gartenfee Maya. Es ist was mega krasses passiert. Was richtig krasses in meinem Guppy-Aquarium. Ich weiß nicht, ob ihr sowas schon mal gesehen habt. Ich wollte eigentlich gar kein Video aufnehmen und dann sehe ich plötzlich so einen schwarzen Balken in dem Aquarium, wie so ein Ast oder so. Und dann denke ich mir, hä, was ist denn das? Ich bin mir nicht sicher, was ich damit jetzt machen soll, irgendwie. Also wirklich, soll ich das rausholen oder so? Ich zeige euch das mal. Ich brauche irgendwie noch ein Handtuch oder so. Ja, Moment. Da, ich gucke da so rein und denke mir so, was ist denn das da? Dieser braune Streifen so. Ich dachte mir so, hä, was ist das? Oh, keine Ahnung. Einfach dieser riesige braune Streifen, der da hinten ist. Und dann ist mir aufgefallen, hier war doch die ganze Zeit an der Rückseite dieser Fleck, ne, also dieser Algenfleck. Und der ist runtergefallen. Ich weiß jetzt auch nicht so genau. Da sind so, guck mal, das ist wie so ein Moosteppich, so ein Algenweg für Garnelen. Da hinten sieht man das. Was mache ich denn jetzt damit? Nehme ich das jetzt raus? So, da sind auch Schnecken drauf. Hier sind richtig viele Schnecken da hinten an der Scheibe. Ich weiß nicht, soll ich das jetzt entfernen? Ich weiß auch nicht, soll ich das mal hochheben? So, also mein Gehirn sagt mir so, okay, Maya, hol das raus, so. Aber andererseits sagt mein Gehirn mir auch, dieses Ding war da schon ewig lange drin. Und die Algen, nicht die Algen, die Garnelen mögen das voll. Aber irgendwie, ich weiß auch nicht, oder soll ich ein Stück abbrechen und im Becken lassen oder so? Hä, keine Ahnung, wie das passieren konnte. So, das habe ich noch nie gesehen, sowas. Noch nie. Auf ganz YouTube habe ich das gesehen, dass irgendjemand so ein Algending an der Scheibe hatte und es auch runtergefallen ist. So, keine Ahnung. Ich check das nicht. Ich kann ja mal da reingreifen. Aber ich weiß jetzt auch nicht so genau, was ich da machen soll. Wo ist denn mein Handtuch? Oh, hier. Ich wollte eigentlich nur Wasser nachfüllen, so gucken wegen Huminstoffen und so, aber damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Hier. Oh, das kann man nicht im Stück rausnehmen, glaube ich. Oh, das ist echt kritisch. Also ihr seht gar nichts, ne? Ich meine, Hand ist hier. Keine Ahnung, ich kann nicht das ganze Stück rausnehmen. Aber ich kann ein Stück von dem Stück rausnehmen. Weil das ein. Hier. Blitzlicht anmachen. Moment. Da. So, das ist das nicht krass? Wie eine eigenständige Wand, die sich gelöst hat vom Aquarium. Keine Ahnung, was wie das. So, was ist das? Hab sowas noch nie gesehen, ganz ehrlich. Da sind so Algen. Dieses ganze Stück ist abgegangen. Also ehrlich, habt ihr sowas schon mal gesehen? Hab sowas noch nie gesehen. Das ist ja nicht die Aquarienscheibe oder so, sondern das ist halt. Ich weiß es auch nicht. Kalk und Algen oder so und Dreck. Ich weiß es nicht. So faszinierend und das ist hinten ganz glatt. Also, ich werde mal, denke ich, versuchen, so viel wie möglich davon rauszunehmen. Das ist halt echt brüchig so, das sieht man ja schon. Aber ist das nicht erstaunlich? Ich finde, das ist, ich weiß nicht, ich finde das völlig erstaunlich. Ich habe sowas noch nie gesehen. Vielleicht passiert sowas ständig, aber ich habe es noch nie gesehen. Ja, ich werde mal versuchen, den Rest irgendwie so zu entfernen. Aber da sind auch so Schnecken dran, hier oben. Seine kleine Schnecke dran, da. Werde mal gucken, dass ich die irgendwie absammle. Dann werde ich mal gucken, was ich davon aus dem Becken holen kann. So, ich habe jetzt den Rest da rausgeholt. Also ich glaube, ich habe nicht alles rausbekommen. Ich glaube, so ein paar Stückchen davon sind durchaus im Aquarium zurückgeblieben. Aber das Ding, diese Wand war ja jahrelang da, so. Also denke ich nicht, dass das so viel ausmacht, wenn da jetzt noch so kleine Stückchen sind. Jetzt brauchen wir wirklich mal die Aquaristik-Experten unter euch, meiner Meinung nach.
So, das ist der Hauptbestandteil dieser Wand. Sind das Braunalgen? Warum ist das so brüchig? So, warum sind das wie so kleine Stückchen von, weiß ich nicht was? So kleine Partikel drauf. Und dann haben wir hier noch das Hauptstück. Also ich konnte das an einem Stück rausholen, aber jetzt ist es nicht mehr ein Stück. Da, das bestand alles. Ist das so besser? Ups, es tropft auf den Boden. Da, die ganze Rückwand bestand aus diesem Zeug hier. Dieses braune Zeug, ist da eine Schnecke auf der Rückseite tatsächlich. Da sind ein paar Haarschnecken, die ich entfernen muss. So. Tja. Ist auch nicht so genau. Finde ich so verwirrend. Oh nein, da ist noch eine Schnecke, die schneckt hier oben lang. Schnell, 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 schnell. Schwupp. Da ist auch noch eine, die so auf der Seite liegt. Ich werde dem Video einen richtig reißerischen Titel geben. Riesige Algenwand bricht vom Aquarium oder so, keine Ahnung. Da sind halt auch Schnecken in diesem Algenmoosteppich drin. Locker dezimiert sich jetzt oder reduziert sich meine Garnelenpopulation jetzt richtig. Die haben ja immer da dran rumgefuttert, so an dieser Wand. Und jetzt ist diese Wand einfach weg. Vielleicht bildet sich da ja eine neue, so irgendwie, keine Ahnung. Das muss doch echt irgendeinen bestimmten Grund gehabt haben, dass das runtergebrochen ist. Da ist auch so was Schleimiges dran und so. Ganz komisch. Wirklich ganz merkwürdig. So. Jetzt hier haben wir auch noch was davon. Hier sehen wir die Rückseite davon. Bestimmt habe ich gerade irgendwas historisch Wertvolles kaputt gemacht. Was für die Aquaristik von hohem Wert wäre. Und ich habe es aus Versehen einfach weggeschmissen. So. Aber ihr seht ja im Video die Aufnahmen davon. Also wenn es so wichtig war für die allgemeine Fischwelt, dann müsst ihr halt aus den Videos holen, was ihr aus den Videos holen könnt diesbezüglich. Jetzt muss ich irgendwie noch das hier abkriegen. Ohne es wieder ins. Da ist noch so eine Schnecke. Ohne es wieder ins Becken zu schleudern. Also wie gesagt, ich denke, es ist auch nicht so schlimm, wenn da so ein paar Teile davon im Becken bleiben, weil das ja eben jahrelang im Becken war. Also ich glaube fast eher, jetzt ist es vielleicht schlimm, dass es nicht mehr im Becken ist. Aber ich habe nichts anders gemacht als sonst, wirklich nicht. Doch, ich habe ein paar Huminstoffe reingegeben, die sonst nicht drin sind. So, aber ansonsten habe ich nichts anders gemacht als sonst. Deswegen, keine Ahnung, verstehe ich gar nicht so. So, jetzt ist alles weg. Da oben ist alles weg. Im Aquarium ist alles weg. Und plötzlich, ohne irgendwas getan zu haben, ohne mein Zutun, habe ich plötzlich da hinten eine saubere Aquarienwand. Es ist doch auch faszinierend. Da sieht man noch so ganz kleine Stückchen hier. Da, wenn man hier durchguckt. Hier, seht ihr das? Das ist noch an der. Hier, das ist noch an der Wand dran. Aber also dieser Hauptalgenfilm ist verschwunden, ist einfach runtergefallen. So ein paar kleine Stückchen sieht man hier noch, zum Beispiel hier in der Pflanze da. Aber ich denke, das wird sich ja dann auch auflösen. Aber werde ich mal das Wasser in den nächsten Tagen vielleicht ein bisschen mehr im Auge behalten. So, ich weiß ja echt nicht, wie das so, ob das irgendwelche Auswirkungen hat oder so. Bisschen was ist auch auf dem Boden gebrochen. Da hinten sieht man da, wo die Garnelen sind. Also man sieht es nicht so, aber. Da ist so ein brauner Fleck zum Beispiel oder hier, das sind so diese Stücke, aber die kann ich nicht entfernen, locker nicht. Wenn ich da jetzt anfange, da rumzumachen, dann zerbröselt das noch in alle Einzelteile und macht mir noch mein Aquarium kaputt. Also ich denke, ich werde warten, bis die Garnelen das weggegessen haben. Aber es war doch durchaus faszinierend für mich, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich habe sowas noch nie gesehen, irgendwie. Ja, und da sind jetzt die restlichen Teile drin, so. Jetzt ist ja auch egal, was ich hier mache, ne? Keine Ahnung.
Sehr knusprig auf jeden Fall. Könnt ihr mir jetzt mal in die Kommentare schreiben, was das war und was da passiert ist, denn ich weiß es nicht. So, ich wollte jetzt noch ein bisschen Wasser auffüllen eigentlich bei meinem Aquarium. Ganz bisschen und so. Ja, ich habe auch inzwischen wieder viel mehr Schnecken hier. Keine Ahnung, wo die schon wieder herkommen. Aber es werden auch immer mehr. Und dann reguliert sich das irgendwann wieder runter. Jetzt habe ich richtig viele Schnecken und Garnelen. Und ich wette, in 3 Monaten habe ich gefühlt gar keine Schnecken mehr und keine Garnelen. Vielleicht hängt das dann mit dieser Wand zusammen. Das wird man erfahren oder man wird das vielleicht nicht erfahren. Ich hoffe auf jeden Fall, dass sich das gefallen hat. Wahrscheinlich ist es, wie gesagt, so ein voll normaler Aquarienprozess irgendwie. Und ich bin nur völlig schockiert, weil ich das noch nie gesehen habe. Keine Ahnung. Ich hoffe, wir sehen uns bald in einem anderen Video wieder. Moment. Eure Gartenfee Maya. Bis bald.